Nächster Redner ist der Abgeordnete Hermann Lipitsch. Bitte, Herr Abgeordneter. Danke, Herr Präsident. Herr Bundesminister, Frau Bundesminister, lieber Kollege Bock, du forderst in einem Antrag eine Kommission für die Infrastrukturfinanzierung und lehnst dich da an diese deutsche Kommission an. Du hast auch in deinem Antrag geschrieben, die Eckpunkte dieser Kommission, die sie vorgestellt hat, sind verstärkte Nutzungsbeiträge, Auswertung der Lkw-Maut und auf leichte Lkw und auf Bundes- und Landesstraßen Ausweitung der Lkw-Maut. Auf der einen Seite sagst du, du möchtest den Steuerzahler Geld sparen, auf der anderen Seite belastest du ihn aber auch wieder damit. Das muss uns einmal ganz klar sein. Und ich glaube, wenn es nur um diese Vorschläge geht, die können wir uns selber auch erarbeiten. Da brauchen wir keine externe Kommission für das Ganze. Ich möchte aber eines anfügen, und das ist für mich immer so das Fragezeichen bei den NEOS. Du schreibst in einer Überschrift, wir treffen Kommission für nachhaltige Infrastrukturfinanzierung. Ist unter Umständen nicht nur Infrastruktur im Verkehrsbereich gemeint, sondern gesamte Infrastruktur, denn wir kennen ja die Vorschläge der NEOS, die Wasser und Kanal auch privatisieren möchten. Also hier muss ich klipp und klar sagen, das muss in öffentlicher Hand bleiben und ist auch notwendig hier. Und wenn es sich nur um die Straße und die Schiene handelt, dann sage ich auch, wir haben funktionierende Betriebe, das ist die ASFINAG und die ÖBB Infrastruktur AG, die nicht nur die Planung, Errichtung, so auch den Betrieb machen. Und ich glaube, wir haben ein funktionierendes System. Und deswegen werden wir diesen Antrag auch ablehnen.